Weitere wichtige Nachrichten aus aller Welt sehen Sie jetzt in unserem internationalen Überblick. Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica fällt das UNO-Kriegsverbrechertribunal heute das letzte rechtskräftige Urteil über einen der mutmaßlichen Hauptschuldigen, den serbischen Ex-General Ratko Mladic. In erster Instanz war Mladic wegen Völkermordes und anderer Kriegsverbrechen während des Bosnienkriegs zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Unter seinem Kommando ist es Mitte der 1990er Jahre zu Massenmorden an 8000 Männern und Buben in der UNO-Schutzzone Srebrenica gekommen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein neues Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Es ist die erste neue Behandlungsmethode seit 18 Jahren gegen die Krankheit. Mit einer monatlichen Infusion soll bei Patienten mit Alzheimer im Frühstadium der Abbau der Geisteskraft gestoppt werden können. Die Wirkung des Medikaments ist wegen seiner Nebenwirkungen jedoch umstritten. Man sei sich dessen bewusst, so die FDA. Der Nutzen sei jedoch größer als die Risiken. Bei der Präsidentschaftswahl in Peru zeichnet sich auch nach der Auszählung von 96% der Stimmen ein äußerst knappes Ergebnis ab. Der Marxist Pedro Castillo kommt in der Stichwahl auf 50,26% der Stimmen. Die Rechtspopulistin Keiko Fujimori erhält laut den Angaben 49,73% der Stimmen und ortet angesichts des knappen Rennens Wahlbetrug. Dafür gäbe es aber keine Beweise, wie Wahlbeobachter festhalten. Die Vereidigung der künftigen Regierung in Israel wird kommenden Sonntag stattfinden. Das gibt Parlamentspräsident Yariv Levin heute Dienstag bekannt. Bei der Sitzung am Sonntag soll auch ein neuer Parlamentspräsident bestimmt werden. Das geplante 8-Parteien-Bündnis verfügt in der Knesset nur über eine hauchdünne Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten. Weil es aufgrund der drohenden Abwahl Netanjahus zu massiver Kritik an der neuen Regierung gekommen ist, warnt der Chef des Inlandsgeheimdienstes vor Gewalteskalationen am Wochenende. In Jerusalem hat ein riesiges Senkloch in einer Straße bei einem Spital mehrere Autos in die Tiefe gezogen. Verletzt wird dabei aber niemand. Innerhalb weniger Augenblicke ist der Boden am angrenzenden Parkplatz aufgerissen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Tunnelarbeiten unter dem Spital das Loch ausgelöst haben. US-Wissenschaftler schlagen Alarm, denn im Mai diesen Jahres gibt es einen Höchstwert der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre. Und das seit Beginn der Aufzeichnungen, wie die US-Behörde für Wetter, Klima und Ozeanographie am Montag mitteilte. Zuletzt waren die CO2-Werte vor 4,1 bis 4,5 Millionen Jahren so hoch.